Ein ehemaliger Wächter schockiert die Weltöffentlichkeit mit seinem Bericht von den Internierungslagern in Osttürkistan. Der 39-jährige Kasache Baymurat Dzumgay arbeitete in einem Lager in der Kanji-Region, musste jedoch nach Kasachstan fliehen. Den Medien machte er deutlich, dass sich die Konzentrationslager für ihn kaum mehr von Gefängnissen unterscheiden lassen. Er selbst habe zahlreiche Uiguren zwischen 13 und 80 Jahren verhaftet. Laut Dzumgay wurden die meisten aufgrund ihrer Religiosität oder wegen Telefonaten ins Ausland interniert. Die Lager haben nichts mit einer Ausbildung zu tun, so der ehemalige Wächter. Warum sonst sollte man den Insassen Handschellen anlegen? Die IHH organisierte eine Demonstration in Samsun, um erneut die verbrecherische Politik Chinas anzuprangern. In Adana und Istanbul wurden Fotoausstellungen errichtet, welche das Leid der Minderheiten in Osttürkistan zeigen. Die chinesische Regierung hat eine App entwickelt, die die Ideen des Xi Jinpings verbreiten sollen. Die 90 Millionen Mitglieder der Kommunistischen Partei sind nun aufgefordert, die App mit dem Namen Xuexi herunterzuladen. Nach derzeitigem Stand geschah dies auch. Die App wurde öfter heruntergeladen als WeChat oder TikTok. In Warschau kamen die Außenminister arabischer Staaten mit Netanyahu und amerikanischen Verantwortlichen zusammen, um über die iranische Gefahr zu debattieren. Auf der von den USA geleiteten Nahostkonferenz in Warschau begegneten sich erstmals Außenminister arabischer Staaten sowie der israelische Präsident unter einem Dach. Nachdem die kurdische Volksverteidigungseinheit und die PKK-Terroristen die IS-Region östlich des Firats besetzten, ergaben sich die in den Deir az-Zor kämpfenden IS-Männer und wurden anschließend mitsamt ihrer Familie auf eine militärische US-Basis verfrachtet.